bisher geschah. Wir werden unser Ziel erreichen. Hugo, ich wollte dich beschützen. Ich bitte. Du hast gelogen. Nein. Die Schwelle. Du hast es geschafft. Nein. Arthur! Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Krönung. Hugo, von Vitalis einer Gehirnwäsche unterzogen, ließ in Begleitung von Nicolas seine Ratten auf das Château d'Ambrage los. Nicolas tötet Arthur, doch Amicia und Hugo, endlich wieder Feind, entledigen sich Vitalis Schergen. Die Gruppe bricht in Richtung Stadt auf, um dem Wahnsinn des Großinquisitors ein Ende zu bereiten. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly, sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Oh, Melly, warte! Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber... Gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Vorsicht! Glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Thales weiß, was er tut. Nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch. Wir wissen nicht mal, was in dieser Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt! Er wird sie sehen. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Erst für dich. Du bist erledigt. Gute Arbeit. Ich habe mich von etwas gehen lassen. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken.
Die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Das Wichtigste ist, dass der Großentwickler den Biss. Warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Können wir da jetzt einfach durchgehen? Ja, cool. Achtung, wach! Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen. Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich verändert, seit der Träger ankam. Vielleicht ist nun jemand anderes sein Protégé. Das ist so gemein, ey. Okay, man muss aber die Ratten natürlich erst befreien. Wo ich mich die ganze Zeit frage, ob das überhaupt so gut ist. So, jetzt habe ich keine Steine mehr. Ach du Scheiße. Das war knapp. Aber ich brauche Steine. Er hat Steine. Er war ein Stein. Vitalis hat das Blut des Jungen mit seinem eigenen vermengt. Ich muss nicht weiter.
zwei Wachen. Eine für jeden. Vor allem unnatürlich. Aber entweder das oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Kümmerst du dich um ihn? Ich lasse ich mir nicht zweimal sagen. Was ist da? Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Rodrik, du bist dran. Ja. Durch mit euch! Schnell! Vorsicht! Bogenschütze? Das ist ein Bogenschütze. Nun gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Ich brech sie auf. Dreckstück! Dir zeig ich's! Da kommen die Wachen! Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Nein!
Ich denke schon. Lass es gut sein, Roderick. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Oh, ich habe keine Steine. Gut. Dieses Mal kommen wir rein. Ja, ganz schön knapp. Aber ich kann ja ausweichen. Und hab sogar dran gedacht. Ich bin unfassbar Scheiße. Stolz. Toller Plan. Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Roderick, folgst du uns? Bis in die Hölle. Steine, ich weiß, was das heißt. Oh, hab Dank. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Heile. In Deckung, Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen offen. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Oh, ich kann schon wieder was bauen. Aber ist aber auch keine Werkstatt mehr. Machen wir das mal. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber ich nehme das einfach mal, weil ich es kann. Das sieht schon viel besser aus. Ja. Yeah. Die Kette. Du solltest nicht... Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Roderick? Danke für den Hinweis. Also, das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen.
Diese Gasse. Nein. Ich wusste es. Rodrik, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Das kann nicht sein. Rodrik. Nichts mehr übrig. Haben sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los, wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett, du wirst sehen. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. So, ich glaube, dieser Panzerwagen hier ist eine gute Sache. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Hugo, los. Jetzt du. Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden.
Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Boah, das passiert... Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Schwer zu sagen, was es ist von hier aus. Verdammt, das ist die Hölle. Macht euch bereit. So, den links mal jetzt zuerst. Und ich treffe ihn natürlich nicht, weil ich blöd bin. Ja. Schädel einschlagen. Er fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich habe gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Ja. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Ah! Schöne Familie. Melly! Hilf mir! Es darf niemand herein! Es führt doch zu nichts! Ihr wollt nicht verstehen! Beatrice! Mama! Mein Kind! Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten! Geht, ihr müsst hier raus!
Ich will mal nicht so sein. Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Lasst sie gehen, Vitalis. Das ist eure letzte Chance. Hugo, keine Kräfte. Es geht mir gut, keine Sorge. Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade, dass er vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Ruhe, zarter Greif! Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an! Taumelt auf mich zu wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Geht uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Zurück! Das Licht, sie. Habt gesehen. Los! Lukas, Melly, bleibt hier! Nein, ich helfe dir! Ich kann! Es ist unser Blut, Melly! So gut. Vernichtet ihn! Ich vereinte Kräfte! Ihr seid gekommen! Was zum? Er lässt sie sich neu formieren! Behält mich an! Ach, ich helfe dich auf! Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Das ist meines Bruders. Ihr seid nichts als... Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Werdet Zeugen, wie euer Geschlecht untergeht. Lasst ihr in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Halt! Mit Überbleibsel einer alten Welt. Oh, das war knapp. Auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht! Die Gabe des Selbst! Amicia! Ich bin die Einheit! Ich bin das Blut allen Blutes, was alle und jeden verbindet! Denn fertig. Fertig! Nicht zurück, der Amicia! Ich bin die Waffe der Mafia! Weg von ihm! Das Schwert ist nicht meine Engel! Jetzt, weißt, dass ihr hungrig seid! Schon bald werdet ihr schrauben! Nicht meine Engel! Amicia! Nein! Er hat Schmerzen, Amicia! Das ist unmöglich!
Dafür werdet ihr bezahlen. Kommt zu mir. Merkt, das erste Blut mit Gewissheit und Frieden. Vorsicht, lauf! Ja, lasst uns eins sein! Bald werden sie sich uns anschließen! Meine Engel! Du Schatten! Wie lange können sie in deinem Blut schneiden? So, Phase 3, ich habe keine Ahnung. Ich habe mein Fleisch geopfert, um der Spendigen zu werden, der alles vereint. Ihr könnt mich töten! Nicht zu rumstehen, Amicia! Was? Ihr Tode! Zurück! Die Frauen gehört euch nicht länger! Herr Siegel! Weg da, Amicia! Egal! Bitte! Sie werden sich finden! Und deine Diener sollen sich bis zum Verrat! Dich. Es ist vorbei. So muss ein Ende sein. Oh, war das geil, ey. Oh, war das ein geiles Spiel. Es ist unfassbar. Ich habe mich schon ewig nicht mehr so amüsiert. Mir fehlen die Worte. Es ist keine Verarsche. Ich war sofort drinne. Die Story ist so geil. Das Gameplay dazu ist so geil, wenn man es selber zockt. Ich hoffe, ihr habt beim Zuschauen das etwas nachempfinden können. Ich bin hin und weggeblasen, ohne Witz, ey. Ich habe mich sehr zurückgehalten mit Kommentaren, weil ich habe das viel zu sehr selber genossen. Was ein geiles Ding. Und ein Ende jetzt. Offen wie... Ich darf es nicht laut aussprechen, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das ist unfassbar. Level-Design, wie man welche Sachen dazulernt, wie man es anwenden kann und doch nicht muss. Ich hatte am Ende echt Stress. Boah, Roderick war nochmal ein richtiger Schlag ins Genick, ey. Boah. Das hat mich ja echt sitzen lassen. Ich muss mich gleich zusammenreißen. Ja. Aber bisweilen mein absolutes Spiel des Jahres. Unfassbar. Ich wurde lange nicht so geil unterhalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich bei den Entwicklern und hoffe, da kommt nochmal was. Euer Bunke.